Ja, wir sind im Ahrtal knapp 3 Jahre nach der Flutkatastrophe. Ja, vieles ist im Wiederaufbau, vieles wird momentan wiederhergestellt. Ich wollte euch ein kleines Stückchen mitnehmen. Ja, jetzt ist das nächste Gebäude abgerissen worden. Kann man hier ganz gut sehen. Also, da geht's voran. Die Ruine stand ja lange Zeit. Ja, und mittlerweile ist so, ich teile später mal hier einen Beitrag drunter von der ARD. Da geht es um das Thema Versicherte hier im Flutgebiet im Ahrtal, aber auch in NRW, die irgendwann die Kostenerstattung der Versicherung nicht mehr bekommen werden. Und der Artikel ist extrem interessant und ist nachher hier unten in den Kommentaren. Euch einen wunderschönen Tag hier am Sonntag aus dem Ahrtal. Klein bisschen Eindruck von hier. Touristen sind unterwegs. Man merkt also, Besucher sind momentan deutlich zu sehen. Ja, und ich kann nur sagen, unterstützt bitte weiter hier die offene Gastronomie, diejenigen, die schon geöffnet haben, den Einzelhandel und natürlich auch ja, die verschiedenen Firmen hier. So, hier Altener Festplatz, Schilderung. Herrliches Wetter übrigens hier im Ahrtal. Wirklich, wirklich schön. Immer ein Ausflug wert. Ja, hier das Geländer wunderbar hergestellt. Da fließt sie, ja. Also einen kleinen Blick hier auf die Gebäude. Ja, Hotel zur Post kann man auch besuchen. Da ist übrigens der Parkplatz, wie ihr sehen könnt, tipptopp fertiggestellt. Auch mit Geländer. Ja, und noch andere Parkplätze, die aber mittlerweile auch kostenpflichtig sind. Zum Beispiel da vorne mit Schrank und allem drum und dran. Also man kann Fortschritte definitiv erkennen. Ich hoffe, der Ton ist okay. Ist recht windig heute früh hier. Sabine, vielen lieben Dank hier für deine Unterstützung und deinen Support. Genau wie an alle anderen. Wer dem Kanal noch nicht folgt, gerne machen. So, wir gucken mal hier. Öfter mal an der Stelle. Hotelrestaurant hat sich noch nichts getan. Da steht die Ruine noch, so wie sie vorher auch schon stand. Touristen hier Einblicke in Gebäude, die nach der Flut noch nicht abgerissen sind. Ja, man sieht hier den alten Saal mit der alten Tür. Ja, Türen stehen offen, laden ein, gehen aber natürlich nicht rein, sondern bleiben hier vor der Tür stehen. Auch noch einiges hier aus der Flut. Ja, und der Schlamm klebt natürlich auch noch dran, aber soll ja irgendwann mal abgerissen werden. Die Frage ist nur wann. Ja, und der Weihnachtsmann liegt hier noch. Tja, kann man in ein paar Monaten, in einem halben Jahr wieder aufstellen. Der Jahrestag ist ja nächste Woche. Und es ist Zeit, auch mal so einen Rückblick zu machen, was die schnelle und unbürokratische Hilfe hier im Tal angeht. Tja, zumindest Malu Dreyer tritt ja zurück. Das haben wir ja alle vernommen. Eine Entschuldigung an Flutbetroffene ist bis heute von der Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz nicht erfolgt. Und ich hoffe nur, dass der Nachfolger ein besseres Händchen für die Belange der Flutbetroffenen hat, als Frau Dreyer das in ihrer Amtszeit hatte. Ja, auch einige Erfahrungen und auch Termine mit ihr. Und ich kann nur sagen, nicht von dem, was versprochen wurde, eingehalten worden. Und Wilhelm Hartmann hatte ja mit ihr und mit mir auch ein Gespräch zu den Baustoffzelten, sowohl hier Rheinland-Pfalz als auch in NRW. Aber man muss sagen, moin, hi, grüß dich. Wir sind gerade live. Bürger für Betroffene. Hi, magst du dich kurz vorstellen? Ja, man kennt mich, ne? Ich bin der Stefan. Stefan. Hi. Hi, grüß dich. Und du bist wieder mal auf Tour. Wir schauen uns mal an, wie es jetzt nach knapp 3 Jahren nach der schnellen und unbürokratischen Hilfe ausschaut. Vieles geht nach vorne, aber manches bleibt noch im Argen, ne? Ja, wie ist so euer Eindruck? Offenes Feedback mal. Also wir sagen ja mal, man muss das Positive sehen. Und
doch vieles, was schon fertig ist. Und ja, vieles könnte schneller gehen, aber ich denke mal, so im Großen und Ganzen sind wir auf dem richtigen Weg. Wie kann man euch unterstützen? Ihr seid ja ein eingetragener Verein, glaube ich, ja, ne? Ja, wir sind ein eingetragener Verein. Und kann ich filme auch mal drauf hier. Ihr könnt mal drauf gehen auf die Seite hier. Bürger für Betroffene e.V. Hier ist zum Beispiel unsere Verbindung. PayPal kann man uns erreichen. Sonst auch gerne auf Facebook auf unserer Seite gucken. Da stehen auch alle Informationen, wie man uns unterstützen kann. Okay. Also ich höre gerade, Mikrofon vorne ist schlecht, haben die anderen auch den Eindruck. Dann schreibt mal gerne rein. Ich guck mal, also die Mikrofone laufen. Ich steck's nochmal ein und aus. Dann gucken wir mal, ob es jetzt ein Ticken besser ist. Ja, zum dritten Jahrestag, wie ist das so? Ja, wir werden wohl mit den Angehörigen, die mittlerweile auch Freunde geworden sind, den dritten Jahrestag begehen. Lassen uns so ein bisschen leiten von den Betroffenen. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank fürs Feedback. Gerne auf die Seite von denen gehen. Bürger für Betroffene e.V. Gute Geschichte. Daumen hoch. Ja, bis danke. Später mal, ne? Jo. Ciao. Ja, also egal, wo man lang geht, man trifft immer irgendjemanden. Ja, hab's schon vernommen. Sehr leise. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber war jetzt auch kein Interview geplant. Also hier nochmal so einen kleinen Einblick. Deutlich leiser schreibt da rein. Okay. Gut. Tja, also, dass hier mal so ein bisschen der Einblick. Hotel zur Post übrigens hat geöffnet. Da kann man übrigens auch sehr gut einkehren. Auch mal so ein kleiner Tipp hier. Ja, und wir gehen mal ein Stückchen weiter. Dann noch das alte Gebäude hier. Sieht man auch noch an den Laternen, wie es ausschaut. Ja, wir gehen mal ein kleines Stückchen weiter. Oben sieht man auch tolle Holzschnitzereien. Wirklich schade um dieses Gebäude. Ich weiß nicht genau, wann es gebaut wurde. Wer es von euch weiß, schreibt es mal bitte gerne mit rein. So. Ja, vielen lieben Dank hier auch an alle fürs Tonfeedback. Ja, Interview hatte ich wie gesagt nicht geplant. Kam dann so, ja, so ein altes Schätzchen. Ein Jaguar oder ein Porsche, keine Ahnung. Ja, hier wird auch gebaut. Ja, und hier, wie gesagt, das Gelände an der Brücke fertiggestellt. Und auch hier am Saloon, am Restaurant, da gehen die Aufbaumaßnahmen fleißig weiter. Ja, schön, dass hier auch so viele heute mit dabei sind. Also machen wir die Mikros mal komplett raus und gehen mal ein Stückchen weiter hier. Also. Die A führt nicht viel Wasser. Ihr seht, das ist relativ flach hier in den Sommertagen. Vorne auch nochmal die Warnstation mit Solar. Hier kann man ganz gut erkennen, wo der Abriss des Hotels war, was hier vorne auf der Ecke stand. Also, so ist gut und lauter. Ja, alles klar. Ihr Lieben, habt ihr mal einen kleinen Eindruck? Wir sehen uns bestimmt nachher noch mal im nächsten Video. Und ja, euch erstmal einen erfolgreichen Tag, einen schönen Sonntag und dann würde ich sagen, bis später mal. Ciao. Tja, und mit dem Tonfeedback gucken wir gleich, ob wir die Mikros wieder hergestellt kriegen. Also ihr Lieben, euch einen schönen Sonntag. Ciao. Sei auch zukünftig mit dabei, einfach dem Kanal folgen und nichts verpassen.